Ja, herzlich willkommen bei QSO4U Tech, heute zu einem neuen Video und es wird mal wieder ein bisschen was zum Thema Antivirus vorgestellt. Was für ein Wunder. Ja, in letzter Zeit haben wir so ein bisschen mit AV-Geschichten und heute wollen wir eine AV-Geschichte weitererzählen, nämlich die CT Desinfect. Das haben wir bereits schon letztes Jahr vorgestellt. Das ist von CT, also das ist eine PC-Zeitschrift, eine sehr bekannte und renommierte Zeitschrift, die auch eher, sag ich mal, in Fachkreisen gelesen wird. Also in Fachkreisen liest man weniger die Computerbild, das kann ich schon mal verraten, sondern liest halt zum Beispiel die CT. Und jetzt ist in der Ausgabe 14 2015 wieder eine Boot-CD dabei gewesen, die CT Desinfect 2015. Was ist diese Boot-CD? Wir haben ja bereits die 2013er vorgestellt. Das ist ähnlich wie diese Boot-CD und es gibt ja zum Beispiel auch noch Boot-CDs von anderen Antivirus-Herstellern, aber diese CT Boot-CD, das ist halt das Besondere, dass die CT gesagt hat, okay, wir vereinen hier mehrere Scan-Technologien von mehreren Herstellern in einer Boot-CD. Und ich bin auch immer der Meinung, okay, wenn ich irgendwo den Verdacht habe, ein PC ist infiziert, dann ist es ganz gut, wenn ich mir mehrere Meinungen einhole. Ich meine, ich bin zwar von einigen Virenschutzherstellern, ja, kann man durchaus sagen, dass ich da begeistert bin oder die mich überzeugt haben. Aber es ist halt oftmals wichtig, dass man einfach noch eine zweite Meinung hat, wenn es darum geht, ist das jetzt ein Virus oder ist es keiner. Und unter einem Dach vereint hier die Desinfect Avira, Bitdefender, ClamAV und Kaspersky, also durchaus renommierte Hersteller. Und wenn jemand zum Beispiel auf seinem Hostbetriebssystem G-Data einsetzt und dann kann er das Ganze mit diesen Herstellern praktisch ergänzen, indem man dann, wenn er einen Verdacht hat oder wenn er irgendwas bereinigen will, dann kann er das Ganze gerne über diese CD machen. Ich werde jetzt erstmal zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie die CD aussieht. Wir werden jetzt mal die Geschichte hier neu starten und dann werden wir gleich sehen, dass das Ganze ein Linux-Betriebssystem ist. Ich mache das natürlich wieder in einer virtuellen Maschine und dann können wir gleich mal sehen, wie das Ganze hochbootet. Warum das jetzt hier so langsam ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Ich habe hier Gigabit Ethernet am Laufen, das heißt, ich habe hier das Ganze gemountet in meine virtuelle Maschine mit Gigabit Ethernet, aber es ist immer noch irgendwie sehr langsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn die CD bootet, sieht so aus, man kann hier den Standardmodus auswählen, man kann hier auch den Easy Scan Modus, das wäre jetzt eher für Anfänger gedacht, aber wir machen das nicht, wir machen das Ganze über den Standardmodus und es gibt den Safe Mode bei Hardware-Problemen, also das ist wahrscheinlich dann für Probleme mit RAM oder irgendwie RAM-Probleme, ist es natürlich problemlos geeignet oder kann man damit hochfahren. Wenn man sagt, okay, ich möchte hier Betriebssystem booten, logisch, dann ist man wieder in seinem Windows oder infizierten Betriebssystem. Wir gehen oben rein. Jetzt sehen wir gleich einen Ubuntu Ladescreen. Und die CD, das kann ich noch schnell sagen, solange wie das hier lädt, die CD besitzt eine Update-Gültigkeit bis 2016, also Juni 2016 kann die CD verwendet werden. Es ist natürlich zu vermuten, dass es auch im Jahre 2016 wieder eine Disk gibt. Ja, es ist halt immer eine Frage, wann. Das werden wir dann sehen. Und die CD hat auch wieder eine TeamViewer-Version vorinstalliert. Das heißt, man kann dann auch über Remote bei Kollegen helfen oder so. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich habe oft mal Anfragen von Verwandten, die sagen, Mensch, mein PC ist, glaube ich, infiziert. Wie kann ich den scannen? Ja, man schickt denen einfach die CD, sagt, leg die mal ein und dann starte den TeamViewer und dann kann ich da drauf und kann dir helfen und kann mir das Ganze angucken. Das ist natürlich nicht schlecht. So, jetzt ist die CD gebootet. Jetzt können wir hier zum Beispiel mal die Virensignaturen aktualisieren. Hier wird man gleich sehen, dass er jetzt hier die Sachen runterlädt. Sind natürlich ein paar Megabyte, ist klar. Das sind immerhin vier Engines, die da geupdatet werden. Wir sehen, es ist ein voll funktionales
ja, Ubuntu, praktisch die Boot-Version. Wir haben hier auch einen Mozilla Firefox und ich hoffe, dass der jetzt einigermaßen performant hochbootet. Und wir können hier zum Beispiel auch auf qso4u.com gehen. Ja, und wir sehen, qso4u.com lädt auch und wir können auf der Seite surfen. Das wollen wir natürlich jetzt nicht in dem Video machen, aber es würde gehen, man kann damit natürlich auch surfen. Und wir können jetzt auch mal hier den TeamViewer aufmachen, solange wir jetzt die Pattern-Updates runterlädt. Und da öffnet sich Wine. Und hier sehen wir jetzt E-Malware. Was ist das? Wahrscheinlich von irgendwie Avira. Jetzt kommt die Bitdefender Engine, die er sich da gerade runterzieht. Und dann müsste die KlammAV und am Schluss dann Kaspersky. Also wenn man den, wenn man Kaspersky zum Beispiel jetzt nicht bei sich auf dem Rechner installiert haben möchte, wie ich, aus Datenschutzgründen, dann kann man sich ja Kaspersky auch über die Boot-CD laden. Da kann man wenigstens sicher sein, dass da keine Daten irgendwie übertragen werden, die man nicht übertragen haben möchte. Ja, jetzt hier KlammAV. Und dann müsste jetzt gleich Kaspersky runterrattern. Ich akzeptiere mal kurz die Lizenzbestimmung von TeamViewer. Und wir sehen, wir haben hier ein voll funktionales TeamViewer. Wer nicht weiß, wie TeamViewer funktioniert, dazu haben wir einige Videos veröffentlicht. Einfach mal bei uns auf der Website oder auf unserem YouTube-Kanal nach TeamViewer suchen. Wir haben da eine ganze Reihe gemacht letztes Jahr, also zu allen möglichen Funktionen von TeamViewer. Es fängt einmal an von der Fernsteuerung über das Meeting, über VPN. Das alles dabei, also könnt ihr euch mal angucken und ja, so eine TeamViewer-Version ist hier voll integriert, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Und alles in allem kann ich schon mal sagen, das Ganze sieht aus wie das Jahr zuvor auch. Gut, man musste da jetzt auch nicht mehr so viel Neues dran rumschrauben und ja, man kann das natürlich auch, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass man das Ganze auch auf einen USB-Stick packen kann. Das geht hier oben. Bootfähigen Stick erzeugen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann steckt man einfach den Stick an und wählt hier aus und kann das Ganze auf den Stick kopieren. Das macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt ein Netbook habe, das kein CD-ROM-Laufwerk mehr hat. Dann kann ich mir das natürlich auch auf einen Stick kopieren. Ne, ich will das jetzt hier mal durchlaufen lassen. Hier hat man dann noch die Möglichkeit mit Expertentools. Das fand ich letztes Jahr auch ganz interessant. Man hat hier die Möglichkeit, zum Beispiel den Windows Unlocker laufen lassen. Das heißt, wenn man zum Beispiel diesen, es gibt ja diesen Bundestrojaner, das halt dann, oder diesen Bundespolizeitrojaner, dass die Festplatte überhaupt nicht mehr, oder Windows gar nicht mehr so hoch startet, dass man da reinkommt und dann kann man das Ganze natürlich über den Windows Unlocker machen. Es gibt auch einen Registry Editor und es gibt noch einen G-Data Regin Detector. Was ist das denn? Interessant. Das habe ich jetzt auch erst zum ersten Mal gesehen. Wie ich mir vorhin die CD angeguckt habe, habe ich das noch nicht gesehen. Das gehört wahrscheinlich da irgendwie dazu. Und hier hat man natürlich auch die Möglichkeit, einzeln zu scannen. Mit Bitdefender, KlammAV, Kaspersky, Avira, wie man es hier sieht. Das ist auch ganz nett. Und ja, was auch nett ist, ist zum Beispiel Partitionen zu klonen. Oder Partitionen komplett zu löschen, ist auch ganz nett. Und ah ja, und verlorene Daten wieder zu recovern und pa Windows-Passwörter zurücksetzen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Funktioniert nicht immer, aber wir können es ja mal kurz aufmachen. Und genau, hier kann man den Benutzer auswählen. Administrator. Also ich habe hier auch ein Windows 7 installiert. Nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, da passt irgendwas nicht. Nee, die VM hat wirklich ein Windows 7. Und der hat jetzt hier auch schon die richtigen Benutzer eingelesen. Diesen Sophos gibt es wirklich. Und diesen Admin hier gibt es auch. Und jetzt, wenn ich hier mal auf Zurücksetzen gehe,
Ja, wir machen mal ein Backup. Meldet sich ohne Passworteingabe an. Also man kann damit auch ruckzuck mal ein Kennwort knacken. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man nicht mehr ins System reinkommt. Und ja, was lädt er sich jetzt? Ah ja, Klamm AV. Ja, okay. Der lädt da noch 100. Wir lassen ihn mal weiterladen. Verlorene Daten wiederherstellen. Das kann auch ganz interessant sein. Also die CT hat da wirklich einige nützliche Tools mit reingepackt, wie ihr das hier seht. Das ist natürlich nicht schlecht. Und man kann dann damit Dateien wiederherstellen. Kann dann natürlich erstmal nach Datentypen filtern. Ich weiß es nicht. Suche einfach mal. Und ich wähle jetzt hier mal meine Festplatte aus. Ich hätte mal vorher ein paar Dateien löschen sollen. Datenrettung ist abgeschlossen. Aha. Ich glaube, ich habe da noch gar nichts großartig gelöscht, aber gut. Nee, ich glaube, wir haben gerade die falsche Platte ausgewählt. Das war, glaube ich, die Disk. Ah, doch, nee, das war die richtige. Und ja, die Dateien hat er jetzt wieder hier wiederhergestellt. Ja, da ist ja nicht viel gelöscht worden auf der Kiste. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich kann hier auch Dateien wiederherstellen lassen. Die löschen wir jetzt mal wieder ganz schnell. Also, das ist wirklich ein, sagen wir mal so, ein Schweizer Taschenmesser, was uns da so ein bisschen die CT mitgibt. Das gefällt natürlich. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Cut an dieser Stelle, bis der jetzt die ganzen Daten runtergeladen hat. Und dann guckt man mal, wie der Scan-Prozess abläuft, wie das Ganze aussieht. Bis gleich. Schwerer und in So, ihrer wir Hand. haben jetzt mal die Viren-Pattern aktualisiert. Das dauert natürlich bei meinem Internet immer ein bisschen. Und jetzt bin ich bereits schon hier auf Viren-Scan starten gegangen. Und ich kann jetzt hier auswählen, über welche Engines gescannt wird. Ich würde die Kaspersky Engine noch mit dazu nehmen. Kaspersky ist jetzt nicht das allerschlechteste Programm. Klamm AV, naja, würde ich eher meiden. Also ich nehme das immer nicht mit rein, weil, wie es hier schon steht, Achtung, manchmal Fehlalarm, sehr oft Fehlalarm. Deswegen nehme ich das mal nicht mit rein. Und ich würde auch natürlich die Archive und Mailboxen mit reinnehmen, weil das macht zum Beispiel auch fast jedes Virenschutzprogramm. Und jetzt kann man hier sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Dateiensystem scannen lassen. Und jetzt rödelt der Scan auch schon los. Das heißt, jetzt wieder nochmal gucken, passen denn jetzt die Pattern-Updates? Und ja, scheinbar bei Kaspersky ist noch was Neues dazugekommen gerade. Und nach dem Scan läuft es auch schon los und man kriegt dann die Ergebnisse präsentiert, wenn da irgendwelche Virenfunde da wären. Ja, vom Prinzip her ist es eigentlich das gleiche geblieben wie die ganzen Jahre zuvor. Wie gesagt, die Tools sind halt ein bisschen aufgebohrt. Es gibt eine USB-Stick-Variante, die gefällt uns auch sehr gut. Und das Prinzip kann man durchaus beibehalten. Und ich finde das eine sehr gute, gelungene Alternative zu den Boot-CDs, die uns die ganzen Virenschutzhersteller zu ihren Produkten dazugeben. Denn da bekommt man dann doch ein bisschen mehr Scan-Leistung, als man, sag ich mal, über einen normalen Anbieter bekommen kann. Und gerade wenn man jetzt ein infiziertes Betriebssystem hat, dann ist es manchmal ganz ratsam, wenn man da mit mehreren Scannern aktiv ist und das Ganze dann auch bereinigen kann. Gut, das Ganze gibt es natürlich einmal bei der CT zu kaufen. Das gibt es, glaube ich, auch mittlerweile bei Amazon zu kaufen. Wenn ihr Abonnent seid von der CT, solltet ihr es eigentlich mittlerweile schon bekommen haben. Und wir haben dieses Jahr leider keine Exemplare zum Verlosen. Sonst hätte ich da natürlich jetzt auch gerne eine Version rausgehauen. Wir dürfen es leider auch nicht, weil die Anfrage immer wieder kommt nach jeder Folge, wo wir jetzt sowas zeigen. Wir dürfen das auch nicht aus urheberrechtlichen Gründen zum Download anbieten. Würde ich zwar gerne machen, geht natürlich nicht. Deswegen, ihr werdet nicht drum herumkommen, euch für einen kleinen Obolus die CT entweder im Laden zu kaufen, es müsste die auch noch am Kiosk geben. Das Video versuche ich mal rechtzeitig hochzuladen. Dann gibt es die noch am Kiosk zu kaufen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es die, ich sag's nochmal, das ist die Ausgabe 14 2015.
Von der CT wird es die auch noch im Shop geben. Da kann man jede Zeitschrift einzeln beordern mit der CD natürlich. So, das soll schon gewesen sein für diese Folge. Ich sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSO4U Tech. Und wie gesagt, schreibt uns doch immer mal gerne ein paar Kommentare. Darüber freuen wir uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.